Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt im Cockpit. Hier ist der Navigator und wir sind jetzt beim Teil 2 ILS für Anfänger in der Cessna 172 mit Garmin 1000. Und war ja ein bisschen holprig der Weg dahin. Im Teil 1 hatte ich mal so einen groben Überblick gegeben, wie so ein ILS läuft. Vom Procedure her. Und im Teil 1a hatte ich mal gezeigt, wo man Informationen zu den Funk-Navigationshilfen für den jeweiligen Anflug kriegt, wenn man kein kostenpflichtiges Programm hat, um sich irgendwo Karten zu besorgen, aktuelle. Und nun sitzen wir endlich im Flugzeug. Es gibt aber eine weitere Problematik, die ich jetzt herausgefunden habe. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ein ILS 25 Left in Frankfurt fliegen mit einem Standard-Approach über Charlie. Dummerweise ist irgendein Problem mit der Garmin 1000 Datenbank hier im Flieger vorhanden, sodass die Frequenz von Charlie da nicht auftaucht und ich das nicht so tunen kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen kleine Modifikation zum heutigen Plan. Wir fliegen ein ILS 25 Left rein konventionell, aber nicht aus dem Süden kommt über Charlie, sondern aus dem Norden über Metro. Man sieht es hier jetzt auch schon auf den GPS. Wir sind nördlich vom Flughafen Frankfurt, schon fast quer ab von Metro. Nur um das Ganze nochmal zu visualisieren, einmal kurz die Karte. Also ich mache es mal grün, was wir jetzt hier vorhaben. Wir fliegen gleich nach Metro und dann fliegen wir hier diesen Standard Approach hier rüber aus ILS. Ja, wichtig ist dabei, Metro die Frequenz zu haben, die ist 110,0 geblieben. Wir brauchen das ILS, die Frequenz hat sich geändert und wir brauchen Fred. Und der Rest ist nice to have, aber nicht so wichtig. Okay, gut, es kommt immer anders als gedacht, aber egal, wir kriegen das auch so hin. Und wir steigen jetzt mal in den Flieger, dazu verschwinde ich. Und wir konzentrieren uns mal voll aufs Cockpit. Also wir fliegen jetzt hier auf Nordkurs. An Metro vorbei, etwa westlich von Metro, und machen jetzt erstmal ein Nav-Setup für den von uns geplanten Approach. Ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig, wie weit wir an Metro vorbeifliegen, wir haben dann Zeit nah genug. Für ein ILS würde ich immer den Vorschlag machen, dass die ILS-Frequenz immer aufs Nav 1 zu setzen und eventuell andere benötigte Frequenzen für den Anflug dann auf NAV 2. Deswegen fangen wir damit auch mal an. Wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, ändert sich ja hier dieser weiße Kasten von NAV 1 auf NAV 2 und andersrum. Und wir wollen jetzt NAV 1 tunen. Das ist jetzt hinterlegt, die Standby-Box. Da steht jetzt 110,0. Da wollen wir das ILS vorwählen. Das hat die Frequenz 111,15. Die hatte ich mir halt angeguckt in der Flugvorbereitung, in der Weltkarte. Und die tune ich mir jetzt mal. Und schon ist auch der Identifier da, India Foxtrot Sierra Whiskey. Genau. Und auf dem NAV 2 tune ich mir jetzt Metro, weil das brauche ich dann für meinen Standardanflug. Das hat die Frequenz 110,0. Wähle ich vor, hier auf diesen Doppelpfeil, dann geht es aktiv. Und da steht auch die Kennung Metro. Ich versuche mal kurz zu zeigen, wie man sich die Frequenz für Metro auch hätte hier aus Garmin 1000 holen können. Wir sehen hier den Startbildschirm vom Garmin 1000 und wenn wir hier unten an dem größeren der beiden FMS-Regler drehen, dann können wir durch vier Seiten schalten, die da heißt Map, Waypoint, Auxiliary und Nearest. Und wenn wir auf der Nearest-Seite sind, dann kann ich mit einem kleinen Regler schalten zwischen Nearest Intersection, jetzt unterlegt, Nearest Airport, Nearest VOR und Nearest NDB. Und wenn ich jetzt eine NDB oder eine VOR-Frequenz haben will, dann gehe ich hier jetzt beispielsweise auf VOR, Nearest VOR, klicke auf den Cursor und kann dann jetzt hier durch die verschiedenen VORs scrollen. Und das oberste hier, das jetzt blinkt, ist schon Metro. Und dann wird mir hier unten die Frequenz angezeigt, 110,0. Ich kann hier auch auf Frequenz drücken, dann ist die auch unterlegt. Würde ich jetzt Enter drücken, wir sehen das hier, das weiß unterlegte Feld zeigt jetzt 110,5. Drücke ich jetzt Enter, übernimmt die 110 dahin. Ne? So kann man VOR-Frequenzen finden, wenn man nicht allzu weit weg ist, weil der zeigt nur eine limitierte Anzahl hier an VORs an.
Und wenn es zu weit weg ist, erscheint es nicht in der Liste. Ja? Aber wir hatten es ja schon von Hand getuned, wie gesagt. Was wir nachher noch brauchen, wäre Fred. Können wir ja auch noch mal gucken. Das ist ja da unten auch noch. Ich scroll hier mal runter. Da gibt es so ein bisschen Bildschirmfehler. Jetzt bin ich auf Fred und da haben wir eine Frequenz von 115,9. Das ist die, wie es auch in der Karte steht, die habe ich mir aufgeschrieben. Die würde ich mal im NAV 2 in Standby nehmen. Genau nach dem Verfahren. Also Frequenz, dann ist die unterlegt. Einmal Enter drücken, jetzt ist es auf NAV 2 in Standby. Dann können wir nachher, wenn wir das ILS intercepted haben, das Metro VR abschalten und schalten einfach auf NAV 2 das Fred NDB DMI ein. Und dann kriegen wir da eine Distance-Anzeige. Gut, dann gehe ich hier wieder auf die Map. Ja, jetzt sind wir langsam schon ein bisschen weit draußen, aber es macht nichts. Ich kann ja mal ein bisschen Gas rausnehmen hier auf 2400 Umdrehungen, damit wir nicht zu weit wegfliegen. Jetzt habe ich die Frequenz, die ich brauche. Ich habe das ILS 25 Left auf der 1 und das Metro VR auf der 2. Um das Ganze noch ein bisschen schicker zu machen, gehe ich mal hier auf PFD. Dann kommt dieses Menü und dann gibt es hier zwei Bearing Pointer, die ich mir auswählen kann. Bearing 1. Den setze ich mal auf India Fox Social Whiskey, also auf NAV 1, auf Bearing 2. Den setze ich auf NAV 2 auf Metro. Diese Pfeile, das ist einmal ein einfacher Pfeil und einer Doppelpfeil, zeigen auf die jeweils getunte Funkstelle. Also Pfeil 1 zeigt jetzt auf das ILS und Pfeil 2 aus Metro VR. Genau. Und was ich mir auch noch aufrufen würde, wäre die DMI-Anzeige. Und wir sehen jetzt schon, im Gegensatz zu der Karte, die ich hatte, wo das ILS in Frankfurt noch kein DMI hatte, hat dieses ILS in Frankfurt inzwischen DMI mit dieser Frequenz. Aber um es nachher realistischer zu simulieren, fliegen wir das Ganze trotzdem mit Fred getuned. Ich kann mir die DMI-Anzeige umschalten. Wir wollen ja nachher NAV 2 DMI zur Anzeige bringen, indem ich einfach hier wieder mit zurück auf das Grundmenü gehe, hier auf ADF drücke, dann kommt hier dieser blinkende Cursor, dann kann ich mit dem größeren Einstellrad hier einen nach unten gehen und mit dem kleineren dann auf NAV 2 schalten. Und dann wird mir nachher das DMI vom NAV 2 angezeigt. Und wenn ich auf ADF DME drücke, ist es auch wieder weg. Dann habe ich also die Information nachher für die Entfernung zur Bahn. Basierend auf Fred, was ich ja jetzt noch nicht getuned habe. Ich kann es hier einmal umschalten auf Fred. Dann sehen wir die DMI-Entfernung zu Fred. Hier steht auch die Frequenz, 115,9. Aber wir brauchen jetzt erstmal Metro. Das hat kein DMI, deswegen wird auch nichts angezeigt. Was ich jetzt gleich auch mache hier, den Course Deviation Indication, die schalte ich jetzt mal von Magenta, das ist ja GPS-based, auf Grün. Und da kann ich wählen, Grün 1 wäre dann hier Localizer. Grün 2 ist VUR. Das war das VUR, was wir hier getuned haben. Das brauchen wir jetzt als erstes, weil im Standard-Approach sollen wir das Metro-VUR auf Kurs 160 verlassen. Ich drehe mal mein Heading jetzt hier ein bisschen nach rechts, damit wir nicht zu weit rausfliegen. Ich fliege jetzt mal so 135 Grad. Ich fliege erstmal 120. Gut, wir sind immer noch in 5000 Fuß, wie gesagt, Autopilot fliegt, Heading Mode und Altitude Hold 5000 Fuß aktiviert. Jetzt hätte ich mein NAV Setup gemacht, ich habe mir die Pointer alle so eingestellt, wie ich das gern hätte. Jetzt ist das nächste, was ich machen muss, ich möchte nachher das VUR Metro mit einem Kurs von 160 verlassen. Hier haben wir den Einsteller für den Kursselector. Der Kurs wird hier in Magenta angezeigt. Der äußere Ring hier stellt mir das QNH ein, also die Zugsdruckfläche für den Höhenmesser. Und der innere Ring, damit kann ich den Kurspointer verschieben. Den stelle ich mir jetzt auf 160. Weil ich soll das Radial 160 outbound von Metro fliegen. So, und damit habe ich das NAV-Setup im Prinzip schon im Wesentlichen gemacht. Wenn ich hier den CDI nochmal auf Localizer stelle, dann sehe ich, der steht hier schon auf 249 Grad. Den kann ich auch nicht verstellen hiermit. 247 Grad.
Die gehen, kann ich auch nicht verstellen, weil das ist der Inbound-Kurs fürs ILS 25 Left in Front. Ja? Also der Localizer ist dann nicht mehr einstellbar. Der ist in der Datenbank hinterlegt und wird automatisch gesetzt. Gut, wir bleiben mal für die Navigation erst nochmal auf NAV 2, Viewer 2. Und ja, die Idee ist jetzt, wir fliegen nach Metro hin, verlassen dann Metro mit Kurs 160, bis wir uns der Anfluggrundlinie nähern und dann schalten wir einfach den Approach-Mode ein. Und dann gehen wir aufs ILS und dann gucken wir uns an, wie das funktioniert. Um das mal zu visualisieren, kann ich das Procedure auch noch reinholen hier. Also ich gehe auf Procedure, Select Approach, sind wir in Frankfurt. Mit dem kleinen Rad kann ich hier durch alle Optionen, mit dem großen Rad kann ich jetzt hier durch alle Optionen durchscrollen. Ich gehe aufs ILS 25 Left, nichts mit X-Ray oder Yankee oder Zulu, sondern ich wähle das hier mit Enter. Drücke nochmal auf den Cursor, dann wird nochmal die Auswahl hinterlegt. Gehe auf die Transition, da will ich über Charlie kommen, drehe ich mal an dem kleinen Rad, dann kommt die Auswahl auf und drehe mit dem großen Rad so weit, bis ich Metro habe. Und drücke Enter. Drücke ich nochmal auf den Cursor, ILS 25 Left über Metro, gehe auf Activate und drücke Enter. Und dann sollte das eigentlich auch FMS hinterlegt werden. Wir fliegen das jetzt nicht, macht da wieder einen lustigen Zacken. Die Kurve. Wir fliegen das jetzt nicht GPS gestützt, sondern wir fliegen es konventionell. Ich fliege jetzt erstmal nach Metro und fliegen dann einfach das VOR im VOR-Mode Outbound 160. Der Witz ist, ich habe mir den Kurs 160 schon eingedreht. Ich kann auch 160 Inbound fliegen. Das wäre also nur das Radial 340 Inbound. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf NAV drücke, springt die Anzeige hier oben auf VOR und der Flieger versucht automatisch das Radial 340 zu intercepten, sodass ich mit dem Kurs 160 zur Station hin. Gucken wir mal, ob er das macht, weil das würde uns die Arbeit deutlich erleichtern. Also nochmal, eigentlich ist das unser Outbound-Kurs, aber wenn ich mit dem Kurs schon Inbound fliege, dann brauche ich einfach nur geradeaus weiterfliegen, dann fliege ich 160 Outbound. Genau. Jetzt sehen wir auch, wie sich die Kursablageanzeige hier langsam bewegt, weil das heißt also, wir nähern uns dem Radial 160 oder besser gesagt 340 Inbound. Und sobald die Nadel zentriert ist hier, sollte der Flieger nach rechts turnen und dann mit einem Kurs von 160 zur Station fliegen. Ich denke mal, es macht Sinn, sich irgendwann nochmal in einem eigenen Tutorial mit VOR-Navigation zu befassen. Weil das ist schon ein bisschen komplexer, aber im Grundsätzlich ist natürlich so ein VOR, also ein gerichtetes Funkfeuer, das im Abstand von einem Grad jeweils ein einzigartiges Funksignal abstrahlt, sodass der Empfänger hier an Bord genau weiß, auf welchem Radial ich bin. Also der Funkstrahl, der genau nach Norden geht, wäre das Radial 360. Der Funkstrahl, der genau nach Osten geht, wäre das Radial 90 und so weiter und so fort. Ja, und die kann ich eben in- oder outbound fliegen. Fliege ich in Radial outbound, ist das Radial immer gleich der Steuerkurs. Und fliege ich in Radial inbound, ist das Radial plus oder minus 180 der Steuerkurs. Ja. Und in der Mitte steht halt immer der Funksender, zu dem ich fliegen will. Gut, und wir sehen, das hat er auch ganz gut gemacht. Ich zentriere hier mal den Heading-Bug. Das ist immer gut, egal in welchem Vertical Mode, in welchem Lateral Mode man sich hier befindet. Ist immer sinnig, den Heading-Bug nachzuführen. Weil wenn aus irgendeinem Grund irgendwas schief läuft mit der Funknavigation, kann ich immer zurück in den Autopilotenmodus Heading. Und da ist natürlich vom Vorteil, wenn der Heading-Bug auch da steht, wo ich gerade hinfliege, sonst macht er natürlich gleich einen Turn. Okay. Ja, jetzt fliegen wir nach Metro. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie weit wir draußen sind. Er sagt jetzt hier 10 Meilen. Bering 230, das stimmt schon mal nicht, weil Metro ist nicht Bering 230, Metro ist geradeaus und das ist 160 Grad, aber gut, wir schauen mal, was passiert. Was zu erwarten ist, wenn wir über die Stationen selber fliegen, gibt es einen sogenannten Call of Silence, in dem da kein Funksignal gestrahlt wird. Das heißt, für den Moment weiß der NAV-Empfänger an Bord nicht, auf welchem Radial er sich befindet und wahrscheinlich wird der Autopilot dann
weil er die VOR-Navigation nicht mehr sicherstellen kann, weil das Signal für einen Moment verloren geht, in einen anderen lateralen Modus zurückfallen. Ja, da müssen wir also hier ein Auge drauf haben, ob dann VOR stehen bleibt oder ob das zurückspringt. Sobald wir über die Station rüber sind, ein Stück weiter geradeaus geflogen sind, kommt auch wieder ein Signal und dann kann ich auch wieder in den NAV-Modus schalten. Gut, gehen wir nochmal durch. Also wir hatten ja gesagt, Standard Approach aus Metro jetzt. Wir können nach Metro oder können auch jetzt schon auf 4000 Fuß sinken. Und dann, wenn wir uns der Anfluggrundlinie nähern, müssen wir hier CDI auf Localizer 1 umschalten und den Approach Mode armen. Also sprich aktiv nehmen, ne? Hier AP. Quatsch, nicht AP. AP ist Autopilot. APR Approach Mode. Ja, damit wir es nachher nicht vergessen, gehen wir schon mal auf die 4000 Fuß im Vertical Speed Mode mit moderaten 500 Fuß pro Minute. Nehmen wir ein bisschen Gas raus, damit wir nicht zu schnell werden. Obwohl, ach, eigentlich, wir haben ja alles gemacht. Lassen wir mal die 2400 Umdrehungen stehen. Wir dürfen in das gelbe Band einfliegen. Es ist kein böiges Wetter. Wir haben nicht vor, größere Steuerausschläge zu machen. Also von daher kann man das machen, sollte die Speed wirklich so hoch laufen, bevor die 4000 Fuß erreicht haben. Ja, ich habe übrigens für die Mission versucht, den ATC auszuschalten. Das ist mir nicht gelungen. Wir ignorieren den jetzt einfach mal und landen dann stumpf. Ich habe allen anderen Verkehr ausgeschaltet, weil ich habe keine Lust, dass er mir dann eine andere Bahn zuweist oder was auch immer. Wir wollen den Standard Approach so fliegen, wie er ist. Wenn uns der ATC irgendwas sagt, dann hören wir zu. Wenn er uns hinterher anmeckert, dass wir ohne Clearance gelandet sind, dann tolerieren wir das. Im Sinne des höherwertigen Ziels hier eine vernünftige Vorführung zu fliegen. Aber natürlich müsste man das natürlich alles mit ATC bekakeln. So, wir nähern uns der Station. NAV 2 sagt No Data. Wir sehen, der Autopilot ist in den Roll Mode umgesprungen. Die grüne Nadel hier in der Mitte war kurz weg, jetzt ist sie wieder da. Da können wir den NAV Mode wieder aktivieren und er bleibt auf dem Radial 160 outbound. Am Vertical Mode hat sich natürlich nichts geändert, der sinkt weiter auf 4000 Fuß. Okay, damit es jetzt nicht zu schnell geht, nehme ich jetzt mal die Leistung auf 2300 Umdrehungen pro Minute zurück. Dann fliegen wir ein bisschen langsamer, kein Thema. An der Stelle kann man schon mal die Landing Lights anschalten, die wir ja eigentlich im Reiseflug dann ausgeschaltet haben. Aber zur Landung werden die standardmäßig angeschaltet. Und ja, wenn wir jetzt hier rüber gucken, dann sehen wir ungefähr, wenn ich mal reinzoome, wie weit wir noch von der Anfluggrundlinie weg sind. Das ist schon noch ein ganzes Stück. Als gute Landmarke, um das jetzt sich mal zu vergegenwärtigen, kann man sich hier diese Biegung im Main nehmen. Ja, also da irgendwo muss ich dann mal darüber nachdenken, dass jetzt gleich die Anfluggrundlinie kommt und dann in den Approach Mode wechseln. Die Sequenz wird dann sein, wir fliegen einfach im Heading Mode weiter. Schalten hier auf CDI 1, NAV 1 und aktivieren den Approach Mode. Und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, zu langsam wollen wir auch nicht werden. Eigentlich ist das auch der Moment, wo man das Gemisch auf voll reich setzt. Das mit der Gemischregelung hier im Microsoft Flight Simulator ist ein Thema für sich. Die ist doch sehr, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig. Also man muss sie doch sehr massiv abmagern, aber anderes Thema. Wir konzentrieren uns aufs ILS. Also nochmal der Recap. Wir haben ILS 25 Left getuned auf NAV 1. Wir haben Metro mit dem Radial 160 Outbound getuned auf NAV 2. Danach navigieren wir auch gerade, was ich hieran erkennen kann, dass da VOR steht. Wir haben im Preselect das FRED DMI. In dem Moment, wo wir hier nachher ein Heading umschalten, können wir hier auch umschalten und das FRED uns rüberholen. Da kriegen wir die Entfernung zum FRED hier angezeigt. Und ja, und dann müssen wir irgendwann den Approach Mode haben und dann sollte der Flieger das abfliegen. Mal gucken, was passiert.
ist doch jetzt ein bisschen arg langsam. Gehen wir wieder auf 2300 Umdrehungen. Es ist ja auch noch eine lange Strecke von Lettki, wissen wir ja noch, sind es etwa 12 Meilen bis zur Schwelle, das sind ja nochmal 10 Minuten. Natürlich mit so einer kleinen Maschine, mit so einer geringen Grundspeed, ist so ein ILS natürlich ein längeres Unterfangen. Nicht? Also so ein Standard-ILS ist im Allgemeinen eigentlich so der Final Descent Point aus 3000 Übergrund, so bei 10 Meilen. In Frankfurt ist er ein bisschen weiter draußen. Aber bei einer Grundspeed von 120 Knoten sind 12 Meilen eben eine Zehntelstunde, also 6 Minuten. Ja, der Wegpunkt, den wir hier sehen, 240 Fox Romeo, das ist, ignorieren wir, der ist hier im Procedure hinterlegt, in der Garmin 1000 Datenbank, das ist so eine Art Turning Point. In der Karte, die wir uns im ersten Teil dieses Tutorials angeguckt haben, war der aber so nicht hinterlegt. Wir sind nach wie vor auf dem Radial 160, outbound. Ich zentriere nochmal den Heading-Bug und gehe jetzt in den Heading-Mode. Ich kann weiter monitoren, dass ich das Radial richtig fliege, indem ich hier einfach diese Nadel auf 340 halte, die blaue Doppelfeilnadel, denn ich schalte jetzt hier die CDI auf 1, dass da Localizer steht. Und ich schalte hier das NAV 2 auf Fred. Also nochmal mit dem Drück auf diese Taste kann ich zwischen den beiden Preselects wählen und mit dem Doppelfeil kann ich es dann umschalten. So, jetzt haben wir Fred ausgewählt. Ich aktiviere den Approach Mode und der Flieger sollte sich jetzt mit so einer Art Intercept auf das Final draufschwingen. Wichtig ist bei allen Schaltungen, die man hier am Autoflight Panel vornimmt, dass man überprüft hier oben im sogenannten Flight Mode Annunciator, dass auch der richtige Mode gewählt ist. Also wir haben Approach aktiviert. Jetzt steht hier Lock grün. Das heißt, er hat das Localizer-Signal. Wir haben identifiziert, es ist das richtige India Fox von Sierra Whiskey. Und wir sehen, er schwingt sich jetzt auch voll drauf. Ja. Am Heading-Bug stelle ich jetzt noch den Final Approach-Kurs ein. Der war 247. Das ist so ein Standard-Setting. Also das Blaue muss auf der grünen Spitze stehen. Ja. So, wir haben hier die Entfernung zu Fred. 13,5 nautische Meilen. Hier wäre auch die Entfernung zum ILS. Wie gesagt, das gab es 2008, wo die Karte, die ich beim letzten Mal genutzt habe, aktuell war, gab es das DMI noch nicht für das ILS. Also können wir uns an Fred erstmal orientieren. Und wir haben, wir wissen noch aus der Karte, dass der Final die Descent Point aus 4000 Fuß bei 12,1 Fred. Also in etwa eine halben Meile sollte der Glideslope, wir sehen hier die Glideslope-Anzeige, das Karo zentriert sich langsam. GS ist auch in weiß hinterlegt als vertikaler Modus. Und sobald er auf dem Glideslope-Signal drauf ist, müsste der grün werden. Zack, da kommt es auch schon wie auf Stichwort. Jetzt nehmen wir natürlich Gas raus. Ich sag mal so, erstmal mit 2000 Umdrehungen pro Minute fliegen wir mal weiter. Ja, wer möchte, kann auch die Checkliste lesen an der Stelle. Jetzt kommt die Altitude Warning, weil wir von der vorgewählten Altitude mehr 200 Fuß abweichen. Das können wir geflissentlich ignorieren. Wir sehen, Nadel ist zentriert. Wir sind auf dem Localizer. Hier diese kleine Raute ist auch zentriert, wir sind auf dem Glideslope. Landing Light ist on. Alles andere ist an, was wir brauchen. Und wir sind auf besten Wege nach unten. Jetzt gucken wir mal raus. Da vorne ist der Flughafen Frankfurt. Ein bisschen näher.
So, jetzt käme natürlich die ganze Arie natürlich noch mit der Flugsicherung, Landing Clearance und alles Mögliche, logischerweise. Das lasse ich jetzt aus. Ja? Wenn dann einer meckert, meckert er halt. Uns kann hier erstmal nichts passieren. Eine gute Formel für die Descent Rate, um auf einen 3 Grad Gleitslope zu fliegen, ist immer Ground Speed mal 5. Wenn ich hier mal rüber gucke, dann sehe ich hier, wir haben noch Ground Speed von fast 110 Knoten. Das heißt, um auf einen 3 Grad Gleitslope zu fliegen, muss ich eine Descent Rate von 550 Fuß pro Minute einnehmen. Das sehen wir, macht er hier. Ja. Und an der Stelle kann man sich auch mal so ein paar Power Settings einprägen. Also wenn ich jetzt 2000 RPM setze, ohne Klappen auf einen 3 Grad Gleitslope, dann fliegt er ungefähr 100 Knoten. Ja. Wir müssen natürlich gleich noch Klappen fahren und alles. Deswegen müssen wir natürlich irgendwann langsamer werden. Aber wir sind ja noch weit draußen, also bis Fred sind es noch 8,5 Meilen. Aber für die erste Klappenstufe, ich ziehe mal die Power raus, die ziehen wir jetzt mal auf 1700, mal gucken, welche Speed sich einstellt. Oh, das sind jetzt etwa 1700 Umdrehungen pro Minute, kann man sie auch mal merken auf dem ILS. Und dann kommen wir langsam in den Flap Speed. Wir machen mal volle Klappen, wir halten ja hier keinen auf. So, also 1700 Umdrehungen kann man auf einen 3 Grad Gleitslope gut setzen, um die Speed abzubauen. Weniger braucht es nicht. Ne? Sieht man, sie läuft so langsam runter. Erste Stufe darf ich auch über oberem Ende weißes Band setzen. Also ich setze mal Klappen, erste Stufe. Gucken wir mal, was mit der Speed passiert. Ich bleibe bei den 1700. Ich muss hier erstmal gar nichts anfassen. Wir sehen, je langsamer ich werde, umso geringer wird auch die Vertical Speed, logischerweise. Also ich habe am Schub nichts gemacht, dass er jetzt ein bisschen weniger Drehzahl hat. Liegt daran, dass wir niedriger fliegen. Aber ihr seht, das ist eigentlich ein gutes Power Setting, so um die 1700 RPM auf dem 3 Grad Gleitslope. So, jetzt sind wir noch 6 Meilen von Fred, setzen wir mal Klappen nächste Stufe. Klappen 20. Ich habe am Power Setting immer noch nichts gemacht. Ja. Also 1650, 1700 RPM ist ein guter Wert. Speed baut langsam ab. Ja, wir erinnern uns, bei 5 Meilen, Fred, sollten wir die 17.720 Fuß checken. Das war ja die Outer Marker Check Altitude. Es gibt hier das blaue Licht für Outer Marker Überflug. Direkt über dem G für Gleitslope. Und das waren auch 5 Meilen, Fred. 17.20 haben wir gecheckt. QNH stimmt. So, Final Flap Setting ist sicher jetzt ein guter Zeitpunkt. Power habe ich immer noch nichts gemacht. Die Drehzahl fällt ein bisschen runter. Ich schiebe mal nach auf 1800. Also es ist immer ganz gut, wenn man sich so ein paar Pitch- und Power-Werte merkt. Und wir sehen, wenn wir 1800 Umdrehungen einstellen, dann haben wir hier eine gute Approach-Speed mit etwas über 60. Eigentlich kann ich auch noch ein bisschen weniger anfliegen. Lassen wir mal die 1700. Das war schon gar keine schlechte Idee. Und man sollte sich da auch nicht zu schade sein, einfach stumpf solche vorentschiedenen Werte oder vorgemerkten Werte zu fliegen. Es geht hier nicht um kreatives Fliegen. Es geht darum, ein ILS sicher runterzufliegen. Möglichst immer mit denselben Settings, was Speed und Power angeht, damit man einfach eine gewisse Routine und einen gewissen Standard-Workflow entwickelt. Gut, unter 60 Knoten, doch so 1700 ist schon okay, das passt schon. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Beladungszustand, vom Wetter und so, welche Performance der Flieger abliefert. Aber wir sehen, die Runway ist geradeaus.
Wir sehen auch jetzt die Papi links, vier Leuchten links der Runway, zwei weiße, zwei rote. Das heißt, wir sind optimal auf dem Gleitpfad. Ich weiß nicht, warum es hier tagsüber eine Anflugbefeuerung gibt. In voller Helligkeit. Das ist jetzt bei zwingendem Sonnenschein nicht, bei gleißendem Sonnenschein nicht zwingend notwendig. So. Wir haben ja noch in Erinnerung, die Schwelle liegt in 363 Fuß. Das heißt, wir sind jetzt noch 500, ja, 500 über Grund. Hier gibt es interessanterweise eine Ansage. Ich nehme einen Autopiloten raus. Der Flieger ist natürlich in Trimmung, weil er trimmt ja automatisch. Ich fasse die Power immer noch nicht an. Und eigentlich muss ich auch am Joystick nicht viel machen. Weil eigentlich sollte der Flieger optimal ausgetrimmt weiter runterfliegen, so wie ich das so wie er getrimmt war. Gut, ein bisschen Korrekturbedarf ist natürlich dann gerade in Bodennähe, kommen dann vielleicht doch mal ein paar Aufwinde, ein bisschen Thermik oder was weiß ich zustande. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch eine anständige Landung wird. Ja. Wir orientieren uns am Flight Director, aber gucken natürlich auch raus, wir sollen ja hier vierfach fliegen. Ja. Bahn, also man muss immer gucken, dass man die Bahn irgendwie gerade vor sich langlaufen hat. Ja, das muss man ein bisschen nachjustieren. Hier sehen wir eine versetzte Schwelle, das heißt die gelben Pfeile da unten. Das war der Mittelmarker, den gibt es sowieso nicht mehr in Frankfurt, aber der ist gelb, ist eben kurz aufgeblinkt. Ja, mit dem Power Setting, ich habe nichts dran gemacht. Eigentlich hätte ich vom Top of oder vom Final Descent Point bis hier im Prinzip mit 1700 Power Setting fliegen können. Jetzt kommen wir ein bisschen hoch, drücke ich ein Stück nach, ist aber alles kein Thema in Frankfurt. Haben wir so eine lange Bahn. Okay, können wir auch mit dem Seitenruder mal ein bisschen nachhelfen. Okay, jetzt Power raus. Und zum Flare. Ui. Ja, nicht schön, aber selten. Wir kommen hier mal zum Halt. Centerline auch nicht getroffen. Also wenn die Stall Warning kurz vor dem Aufsetzen nochmal anzieht, ist kein Thema. Ja, wir sind ja eben Flair. Ich parke die Maschine mal hier und ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein, denn es ging ja jetzt hier mal so Anfängervideo fürs ILS mal zu aufzunehmen, jetzt zum Gate zu rollen und so, das ersparen wir uns. Ich hoffe, man hat mal so die wesentlichen Arbeitsschritte gesehen. Ja, man kann das Ganze natürlich auch mit dem GPS-Track abfliegen, wenn ich mir das Procedure wähle, wie ich es vorhin gemacht habe. Es ist ja hier auf der Karte drauf. Da sehen wir auch noch die weiße Linie. Da kann ich das natürlich im Nav-Mode mit CDI-Source GPS abfliegen und bringt mich dann auch zum Approach, aber ich wollte mal zeigen, dass es auch rein konventionell geht. Wenn es Fragen dazu gibt, geht bitte gerne in den Kommentaren. Und ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit, weil es auch doch eine halbe Stunde reicht dann auch und wir sehen uns demnächst. Bis dann. Tschüss.